Was geht ab, Leute? Nerdalert Games und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir sammeln erstmal einen ab. Und dann schauen wir mal, dass wir zu diesem riesigen Wurm kommen. Let's go. So, und schön verstecken. Wenn ich es zum Turm schaffe. Oh shit, finde ich okay. Sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Also ich finde, bei den Viechern ist es noch nicht mal wirklich notwendig, deren Patrouillen zu markieren. Wenn das vielmehr den Rücken zudreht, kann ich einfach hinterherlaufen. Aber es geht gar nichts. Ah, okay. Wo ich gesprungen bin, hat das gerallt. Oh, alles im Nahkampf. Trotzdem muss man ein bisschen ausweichen. Jetzt kommen aber alle Viecher, ne? Ja gut, komm. Kampf ist dynamisch. Richtig gut. Das ist der nächste. Ich glaube, wir müssen uns das Leben ein bisschen leichter machen. Oh, ich komme nicht mehr hier raus. Ich komme nicht mehr hier raus. Okay. Ich dachte, die sind ein bisschen länger betäubt. Keine Zielhilfe. Oha. Nicht husten. Heilen. Ah, die buddeln sich ja ein. Das war mir eine Lehre, so einen Scheiß nie wieder zu machen. Boah, okay, Konzentration. Wow. Was auch immer das war, das Slow-Mo. Zack, zack. Boah, nie wieder. Das mache ich nie wieder. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Alter, nie wieder. Nie wieder. Oh, da soll ich nicht stehen. Heilen. Ich finde es gerade ein bisschen interessant. Ach doch. Ich wollte schon sagen, dass ich dachte jetzt, ich hatte nicht mehr so viel Ressourcen für Pfeile. Mach nix. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Weiter geht's. Sollte nicht unbedingt eine Vorwärtsrolle im Wasser machen. Das hören die gern. Grafik ist nett. Ist immer noch 1080p Checkerboard. Alles ein bisschen down gescaled, weil die normale Auflösung wäre 2160p. Jetzt haben wir 1800p. Das fällt ehrlich gesagt kaum auf. Muss man wirklich sagen. Und das Spiel ist flüssiger. Ich habe wirklich lieber ein flüssigeres Spiel und ich denke ihr auch. Wenn man das mal mit eigenen Augen gesehen hat, so auf dem OLED-Fernseher, ist schon beeindruckend, aber da tut sich nicht viel. Und ich finde, das schönste Spiel auf der PS5 ist immer noch Ratchet & Clank. So, ich erforsche jedes kleine Ding. Jede kleine Ecke. Wir können hier bestimmt, wollte ich gerade sagen, irgendwo hochklettern. Da. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. So nice. Das ist mystisch. Das sind mystische Klänge. Und dann kann ich doch springen. Jawohl. Gesagt, getan. Würde ich mal sagen. So ist fein. Mitnehmen. Na toll. Musik ist ein bisschen laut, finde ich. Die Sprache ein bisschen zu niedrig eingestellt. Okay. Das sieht aus, als ob ich mich da langhangeln kann, aber ich muss noch eine Ecke höher, ha? Ja, hier. Oh, ich glaube, das Vieh bewegt sich wieder. Der Controller vibriert wie blöd. Da unten ist noch eine Kiste, ja, komm.
Das wird mir alles später verdammt gut tun. Kennt eigentlich noch jemand das Spiel Dino Crisis von euch? Erinnert mich ein bisschen daran. Aber der zweite Teil, der war auch mehr auf Action ausgelegt als der erste. Okay. Der Sturm wird stärker. Wir können hier richtig Anlauf nehmen und springen. Ich glaube, das mache ich einfach auch mal. Ja. Also diese Animation ist ja schön und gut, aber dass die da irgendwie in der Luft so bleibt, irgendwie merkwürdig. Brauche ich nicht. Geschafft. Da sind die Viecher. Mein Gott, ich finde das so beeindruckend heutzutage, diesen Scale, die wir haben, ne? So gigantisch einfach alles. Ich glaube, wir sollten schnell machen. Vorsicht. Oh. Oh. Das war knapp. Ein wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber hier ist ein Kabel. Mist, ich hätte vielleicht nochmal nach der Tour gucken sollen. Oh shit, das war so klar. Hoch, 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 hoch. Keine Zeit verlieren. Das sind anscheinend riesige Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Oh nein, das sind ja Gegner. Ich sollte echt aufpassen. Genau, das wollten wir ja machen. Das Shuttle lösen. Klar, wir bringen einfach mal ein riesiges Space Shuttle zum Absturz. Nö, ist klar. Aber erstmal die Gegner erledigen. Hm? R2, R1. Schwach auch gegen Frost, wie jedes Viech. Abnehmbar. Energiezelle. Man kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich das fokussiere, oder was? Ich muss die nicht killen, eigentlich. Glaube ich nicht. Oh, hier sind aber viele. Ich gucke gerade, ob wir nicht hier einfach schon easy hochkommen. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer reingehen. Den Turm hier hochklettern. Fehlt Sprengpaste, natürlich. Aber man braucht so lange, bis man eine Falle gelegt hat. Das ist echt nicht witzig. Okay, das ging jetzt. Lassen wir die einfach mal hier liegen. Holz können wir immer gebrauchen. Zack. Zack. Ja, der läuft schon zurück, weil er doof ist. Oh, shit. Haha, ich bin im Arsch. Ja. Konnte nicht mehr weg hier. Ah, ich glaube, der ist reingelaufen. Oh, der hat mich doch gesehen. Ich dachte, das Rote ist weggegangen. Dann hilft nichts mehr. Dann hilft nur noch der Kampf. Okay, ein kritischer Schlag jetzt auch getan. Meine Fresse. Okay, nicht so effektiv. Sehr geil. Bin ich hier ungestört. Das wollte ich von Anfang an haben. Das hat viel Zeug gegeben. Ah, ich vergesse mal. Das wollte ich nicht mitnehmen. Wir können ja das hier machen. Shit, jetzt habe ich die entschärft. Ah, ich kann die wieder herstellen, oder? Nein, kann ich nicht. Das war doof. Egal. Mitnehmen. Holz. Immer schön pingen. Das ist die Konsole.
Zeit, die Maschinen da unten. Ich hätte mich auch komplett vorbeischleichen können, ganz ehrlich. Das war nicht nötig. Oh shit. Oh shit. Es wird fallen. Der Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Hm. Wie komme ich jetzt auf den Turm? Klettern, wie immer. Hier ist ja schon irgendwas runtergefallen, was wir uns mal angucken müssen. Auf jeden Fall. Ich denke immer, das ist so ein Zwiebelsymbol, aber es sind anscheinend Metallscherben oder was. Oder ne, Maschinenmuskel. Das dürfte eher passen. Gut, ich sollte vielleicht doch mal die Umgebung scannen. Einfach mal gucken. Und ich habe natürlich hier einen Anhaltspunkt. Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. Können wir machen. Gut, aber wir müssen noch hoch. Jetzt jump. Jump again. Immer jump. Ich muss zum Shuttle klettern, um die Karte zu lösen. Wir haben gerne einfach so random Matronen hingestellt, ne? Die vor uns hier waren. Okay. Warum nicht? Ja, ich weiß gerade nicht so richtig wohin. Scheiße. Immer höher wäre gut, ne? Fuck, ich sehe es nicht. Das ist ein tiefer Fall. Da kam ich her. Kabel trennen. Kabel, Kabel, Kabel. Ich kann mich vielleicht da hochziehen. Ne, kann ich nicht. Ah! Ne, da unten auch nicht. Auf. Scan. Das sagt mir auch nichts. Umgebungsscan. Das gibt's doch nicht. Da geht's wieder bergab. Moment. Ich dachte, ich kam von da. Holy shit, ey. Ja, Kian-Aussetzer. Ich dachte die ganze Zeit, ich kam von da oben. Sehr schön. Das sollte die richtige Stelle sein. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Klar, der Bogen löst alle Probleme. Wow. Da klettert man einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Gute Kombi, ne? Gute Kombi. Die kann weit springen. Shit, shit, shit. Kante will ich nicht. Momentchen mal, jetzt bin ich... Das sieht alles so gleich aus. Aber hier ist eine Zugkiste. Fast geschafft. Da ist die andere Verbindung. Oh, oh. Oh, das macht Kaboom. Ja,
die kommt mit. Ja, hab ich mir schon gedacht. Die Gesichtsanimationen sind so gut. Wahrscheinlich steht der Kopf jetzt auf, macht nur noch Psst. Was hab ich gesagt? Ach, langsam. Erster Bosskampf. Kettenreaktion. Geh mal bitte hier hinter, danke. Schallhaube abnehmbar. Alles ist abnehmbar und unzerstörbar. Aber das ist die Schwachstelle. Datennexus. Aber ich kann alles kaputt machen, wenn ich will, ne? Sehe ich gerade. Markieren wir doch erstmal das hier. Das kann uns ja alles zugutekommen. Okay, langsam mit meinem Ziel. Ja, klar. Wow. Ja, aber... Wo ist jetzt das markierte Teil? Ich sehe es nicht. Ich sehe... Oh mein Gott, ich sehe es jetzt irgendwo an der Seite. Hier irgendwo. Ja, das ist die Schwachstelle. Oh. Wenn ich den Rest nicht abschieße, kriege ich gar nichts. Teile könnten sicher gut sein. Was? Oh, das macht gut Schaden. Oh, das war knapp. Ich habe keinen Schutz mehr, also scannen wäre jetzt mega doof, aber ich mach's trotzdem. Da eine Seite, das Ding. Das Rad, was sich dreht wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich hab's gesehen. Ja. Ich hab zum Glück richtig viele Ressourcen dafür. Wir einfach hier Bäume für den Bogen haben, ne? Das ist klar. Halt still! Oh. Schön. Das gehört mir. Boah! Wahnsinn! Fuck! Fuck, beweg dich doch nicht immer! Komm, das wir killen mal.